Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier wieder in unserer Rolle als Silverschraut in Good Neighbor. Haben in der letzten Folge Kendra umgelegt. Bisschen trainiert mit ihr. So, jetzt können wir uns den Silverschraut-Sender anhören oder Shelly Tillakill töten. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun soll. Kent will. Warte mal, ich höre mir jetzt erstmal den Sender an. Die optionale kann ich bestimmt immer noch tun. Und noch was Neues. Nein, es war nicht Bobby Nasenlos, der AJ und seine Leute erledigt hat. Es war Silver Shroud. Seht euch seine Visitenkarte an, wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Es ist endlich soweit, liebe Zuhörer. Die Gerechtigkeit kommt nach God Neighbor. Ihr werdet sehen. Noch mehr Prominenz. Hancock will sich mit unserem Helden Silver Shroud treffen. Worum es dabei auch geht, sei auf der Hut, Shroud. Wir sind bei dir. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßenbossens heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die. Wir sollen jetzt also entweder Hancock treffen oder. Shelly-Tiller. Ich denke, ich rede mal zuerst mit Hancock. Ist der jetzt wieder hier in der Stadt? Weil den habe ich doch eigentlich in im Slog als Bürgermeister Was denn? eingesetzt. Ist God Aber die Neighbor nicht Quest gut wird ihn genug jetzt für dich? hergeholt Dann haben, sieh dir mal vermute ich Covenant. mal. Hab gehört, dass es. Von dem habe ich ja den Begleiterbonus schon und hohe Vertrauensstufe und so. Aber gut. Ist Quest bestimmt jetzt bestimmt hierher geholt worden. Jo, da ist er. Willst du Zeug loswerden? Dann geh zu Daisy's Discounts. Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Merk dir das. Jo. Und er hat die Klamotten an, die ich ihm gegeben habe. Was wir besprochen haben. Du behandelst die Information doch vertraulich, oder? Jetzt will er mit mir. Das ist es ein bisschen unpassend gerade. Von welcher Information redest du? Naja, dass ich vor den Leuten immer weggelaufen bin. Ich habe drüber nachgedacht. Und irgendwie klingt das verrückt. Außerdem denken die Leute sowieso, ich sei verrückt. Immerhin bin ich ja Politiker. Du wirst also nicht rumlaufen und das ausplappern, oder? Ich würde dein Vertrauen nie enttäuschen, Hancock. Glaub nicht, ich wüsste das nicht zu schätzen. Ich meinte das ernst. Das war das Klügste, das ich jemals getan habe. Dieses Leben habe ich mir gewünscht. Den Leuten mit einem Freund wie dir zu helfen. Absolut richtig. Niemanden sonst hätte ich lieber an meiner Seite. Und ich werde bei dir bleiben. Danke. Nochmal. Also, wollen wir diese Freakshow wieder auf den Weg bringen? Jetzt musst du dich aber verstellen und so tun, als ob du nicht weißt, wer in diesem Kostüm Hey, steckt. Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Jetzt nicht. Wie du meinst. Ich würde ja gern mit ihm als Stroud sprechen, aber irgendwie geht das nicht. Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Jetzt nicht. Wie du meinst. Dann werde ich wohl die optionale Sache machen müssen. Gefällt mir jetzt gar nicht so. Also das ist wohl ein Logikbug oder sowas. Ja, der ist jetzt mein Begleiter, will mit mir losziehen und ich. Warte mal, was ist denn. Ja, Wenn dann du muss Ärger ich. kriegst, ist das deine Schuld. Pass auf, was du machst. Dann muss ich die andere Alternative wählen, obwohl ich das gerne jetzt anders gemacht hätte, aber. Bevor ich es jetzt total versemmel,
könnte alles noch schlimmer machen. Speichere ich mal, dass ich notfalls hierher zurück kann zu dem Spielstand. Was ist denn dann noch alles aktiv? Nix. Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, das ich hinterher bereue. Da komme ich gerade her. Gut, also raus da, am besten getarnt. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ist denn hier los? Der Questmarker zeigt schon wieder Unsinn an. Was ist das? Tötisch. Ist das jetzt eher hier oder eher da? Hm. Ich gehe mal dahin. Jo, ich werde mal versuchen, mit der zu reden. Mich würde ihre Version der Geschichte ich verstehe auch gar nicht, warum ich die jetzt töten soll. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Diese Einheit befindet sich im Einheit verbleibt im Auslieferungsmodus. Vielleicht kann ich es mit ihr ausdiskutieren. Hoch. Ja, dann sprich mal mit mir. Es könnten ein paar richtig böse Leute kommen. Hier ist es nicht sicher. Bitte. Nicht näher kommen. Ich kenne dich nicht. Geh, verschwinde einfach. Ich kann doch die nicht... Das geht nicht. Das wäre nicht richtig. Ich mach das nicht. Nicht so. Toll, jetzt habe ich eine verbuggte Quest, weil Hancock nicht mit mir redet. Aber das wäre falsch. Also da habe ich kein gutes Gefühl dabei. Da werde ich wohl mal im Internet recherchieren müssen, ob der Bug bekannt ist, ob es eine Lösung gibt oder... ja. Ich setze mal meinen Laptop drauf an und mache hier mal die Pause-Taste. Jo, ich habe was dazu natürlich gefunden. Ich bin, weiß Gott, nicht der Einzige, der diesen Bug hatte. Ein Tipp war jetzt, dem werde ich jetzt mal nachgehen. Hancock als Begleiter mitzunehmen und angeblich könnte es dann klappen. Das probieren wir jetzt mal. Das ist mir lieber als die Frau jetzt hier zu töten. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Was ist denn hier wieder los? Hier geht wieder irgendwas nicht. Hier ist irgendwas feindlich. Ah ja. Verstehe. Ja, ja, ist schon recht. Na gut, du willst es nicht anders. Das ist ein ganz schön der Rückstoß. Okay. Und Ruhe ist im Karton. So. Lästig, echt. Jetzt sollte ich eigentlich... Was ist denn da los? Achso, das ist das normale Lagerfeuer. Also versuchen wir es mal, bevor ich irgendwie cheate oder so. Wäre mir lieber, wenn es so geht.
Was ist das? Das ist die... Genau, da muss ich rein. Also so wie das in dem einen Forum hier beschrieben ist, ist es exakt das, was wir hier haben. Er spricht mit einem nur über alles Mögliche, nur nicht die Silberschraut-Option. Netter Pip-Boy, wen hast du denn umgebracht, um da Also der Pip-Boy würde sie eigentlich verraten, oder? Wenn man mal ehrlich ist, würde Hancock bestimmt nicht... Hast du ein Problem? Wie geht's denn so? Silberschraut mit Pip-Boy, also... Hancock. Ach, hallo. Geht's wieder los? Legen wir los. Na klar. Wäre eigentlich logisch, weil jetzt diese Gesprächsoption weg ist, ne? Hey! Was ist los? Hey, Hancock. Sich zu verkleiden macht vielleicht Spaß, aber du bist da in etwas weitaus Größeres reingeraten. Diese Kerle, die du für Kenny ausgeschaltet hast, die arbeiten alle für dasselbe Arschloch. Und dieses Arschloch will auf die alte Art Rache nehmen. Alles klar soweit? Und wer ist dieses Arschloch? Er heißt Sinjin. Er hat zwei Raider-Outfits so verändert, dass sie unheimlich aussehen. Ist ein kleiner Fisch, aber wenn keiner auf ihn aufpasst. Ich weiß zufällig, wo ein paar seiner anderen Leute sind. Smiling Kate ist außerhalb von Bunker Hill unterwegs. Und Norway hat eine Bude drüben bei Prospect Hill. Wenn du die beiden ausschaltest, können wir vielleicht rausfinden, wo ihr Boss steckt. Good Neighbor würde ruhiger schlafen, wenn er weg vom Fenster wäre. Ich bin bereit für ein wenig gemeinnützige Arbeit. Du bist echt in Ordnung. Kümmere dich um Sinjin, dann werde ich mich erkenntlich zeigen. Alles klar soweit? Also hat wohl wirklich funktioniert. Schön, dann muss ich diese optionelle Quest nicht machen, weil die war ja wirklich harmlos. Ja. Die Option ist immer noch da, aber ich verstehe nicht, warum. Also Hancock hat mir gesagt, dass ein gefährlicher Räder namens Sinjin plant, sich an Schraut zu rächen. Wenn ich mich um Smiling Kate und Northy kümmere, finde ich hoffentlich heraus, wo sich Sinjin aufhält. Ja, habe ich jetzt... Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, dass ich hinterher Bleibt bereue. Er jetzt trotzdem da oben? Das wäre mir eigentlich ganz recht. Das wäre mir eigentlich ganz recht im Moment, wenn ich das solo machen könnte. Ja. Schön, dass der Bug so leicht zu lösen war. Ach, er ist doch dabei. Na gut. Bevor ich wieder einen Bug auslöse, nehme ich ihn lieber mit. Wenn du Vorräte und Ausrüstung brauchst, dann ist Daisy's Discounts der richtige Laden für dich. Du hast Glück, dass der Bürgermeister Fremde mag. Ist es normal, wie der sich gerade verhält? Ja, wie auch immer. Wir nehmen ihn jetzt mit. Wie sieht denn das auf der Karte aus? Das tötet nur die... Wir fangen mit dem einfacheren Ziel an, Smiling Kate. Was war das denn jetzt? Gut. Irgendwo hier muss der rumschwirren. Das sieht mir... Ich bin so froh, dass... Ja, als wäre eine Berserker-Spritze nicht schlecht, dann könnte ich die aufeinander loshetzen. Hab aber keine. Muss ich mal ändern.
ihr alle kommen konntet. Kuckuck. Hi. Wenn das nicht das Mädchen hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mrs. Shroud, meine Freundin mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen! Blöder Fixer! Zwei weniger. Jo. Dir langt's, hä? Und du? Man wird dich hier raustragen müssen. Die wird bestimmt irgendeine Info haben, oder? Nee, hat sie nicht. Achso, meinen Begleiterbonus habe ich jetzt nicht mehr, ne? Das ist zu viel. Gib mir was davon. Sag mir, was ich tragen soll. Die Verantwortung. Wie immer als Bürgermeister, ne? So. Ich nehme nur das mit, was irgendwie was wert ist oder nichts wiegt. Das andere Zeug können sie behalten. Sinchins Bande, aha. Heißen die alle so? Ja, die heißen alle so. Ist mir nur bei dem erst aufgefallen. Okay. Dann, Bunker Hill ist in der Nähe. Da kann ich mein Inventar erleichtern. Also, willst du die Tour oder nicht? Nö, die zockt mich nur ab. Die zockt mich nur ab. Wenn sie einfach nur höflich um Geld bitten würde, wäre es was anderes. Du bist es. Nur zu. Ich habe von allem etwas. Aus aller Welt. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du hast die Kronkorken, ich habe die Ware. Jo, und die hat ein gutes Sortiment an und für sich. Fieberglas kaufe ich ja mal ab. Den Rest brauche ich momentan nicht. Ja, Blei geht noch. Gold hat sie übrigens auch, ne? Ist, glaube ich, die einzige, die Gold auch in 25er-Paketen verkauft. Nur mal so am Rande. Das Ding ist gebrauchsfertig, das behalte ich. Puh, ja, die eigentlich auch, aber momentan halten sie mich nur auf. Deswegen tue ich sie ausnahmsweise mal verkaufen. Ich habe ja genug von denen. Genau, wie schaut's jetzt aus? Jo, besser, bin wieder fit. Speichern. Dann, Watts Haushalttechnik. Ich glaube, da war ich kürzlich erst drin. Nee, ist schon länger her. Ich glaube, das ist das Geschäft, wo die ganzen Waschmaschinen und so rumstehen. Und Haushaltsroboter. So. Ich glaube, eine Mutanten-Hundekeule wäre nicht schlecht. Es ist die Strahlung weg. Und halt mich genug. Jo, hat gereicht. Supi. Na, die haben es aber eilig. Ich werde dich finden. Aha, da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Lass mal das erst nochmal reden, oder? Na gut, dann halt nicht. Schon wieder! Ja.
halten ganz schön was aus. Nö, das war's. Nimm, was du kannst. Ich pass auf. Mit dem Springmesserchen hat sie mich angegriffen. Ja, obwohl, mal ganz ehrlich, eigentlich sind Messer gefährliche Waffen, ne? Also jetzt in Wirklichkeit. Die werden häufig unterschätzt. Macht der mit einer Babyflasche? Los, versuch's wenigstens. Du bist erledigt. Gut, und da oben muss noch der Boss sein, oder? Impulsgranate, Klebeband, Kryomine mit X und Psycho. Psycho brauche ich auch für Injektormunition. Vorsicht, man kann nie wissen, wo das herkommt. Ist die jetzt aufs Dach rauf oder was? Sache, die ist da drauf. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Sieben Erfahrungspunkte, leicht verdiente. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Sitz. Ich krieg die Punkte von der stählernen Bruderschaft gerade. So, das war jetzt mal nicht auf Silverschrat-Art, aber hat funktioniert. Wo bist du? Ja, wo bin ich nur? Wo könnte ich nur sein? Hier bin ich. Kommt mit, mit. Ach, das war Hancock, verdammte Axt. Sorry. Nachschub für den Friedhof. Tja. Scheucht uns durch die ganzen Häuser. Aber ich mach das mit der Silverschrottkanone. Der hat schon Angst, echt jetzt?
Also mutig ist er ja nicht und das will ein Boss sein. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt bin. Der scheucht mich ja. Hüpf mal darauf. Also mein Schwert funktioniert besser als die Silberschlagkanone. Das ist schon sehr bizarr. Emilia, das. Finde Silberschraut. Der hatte den. Hallo, ich habe ihn gefunden. Visitenkarte hinter. Oh Gott, hätte ich bei der anderen auch die Visitenkarte hinterlassen sollen, oder? Da muss ich nochmal hin, schätze ich. Nicht, dass das Folgen hat. Vom besten Fall gemacht. Aha, wenn ich das Schwert im Nahkampf auf die Nahkampftaste drücke, dann gibt es solche Finisher. Mal schauen, ob das jedes Mal so ist. Okay, so nicht. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Was das? Gut. Und dann nochmal zurück zu der. Das war bei Bunker Hill. Gott sei Dank leicht zu finden. Und da muss ich mal gucken, ob ich da auch eine Visitenkarte. Das habe ich dann total übersehen vorhin. Ja, da braucht man sich dann nicht wundern, wenn es später nicht weitergeht, ne? So, das war da hinten, das Gemetzel. Ich hoffe, dass der noch da liegt. Aber normal schon. So, welche war jetzt das? Da. Puh. Und jetzt müssen wir die Notiz mal lesen und dann ist die Folge auch schon voll. Wie sieht denn die eigentlich aus? Okay, so wie das Plakat. Wie war das? Finde Silberschraut oder so? Genau. Kendra und Delancey sind tot. Silberschraut ist dafür verantwortlich. Northy, Sinjin will, dass du weiter rekrutierst. Wir brauchen mehr Leute, nachdem wir uns um das Kostüm gekümmert haben. Und keine Sorge, Kate heuert ein paar Trottel an, die Shroud erledigen werden. Der Boss ist nicht glücklich. Du solltest also besser nicht versagen. Er nimmt sich der Sache persönlich an. Er wird dem coolen Freund von Shroud in Good Neighbor einen ganz besonderen Besuch abstatten. Wenn er das erledigt hat, meldet er sich bei dir. Dann solltest du ihm Ergebnisse präsentieren können. Also willst du die Tour dann... Jo, ich hab's befürchtet. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Grundlagen. Wir hatten ja bei, wie hieß der, AG oder so. Der hat ja schon gewusst. Gute Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Das Kind hinter Schraut steckt mehr oder weniger. Und da habe ich schon befürchtet, dass der sich damit zum Ziel macht. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Das stimmt. Und du hast ballistische Fasern aus dem Fiberglas. Stoff kann ich auch immer wieder brauchen. So. Und jetzt verkaufe ich... Nee,
Ich verkaufe. Das nicht. Das brauche ich. Hab gar nicht so viel gekriegt jetzt. Ich dachte, das war mehr. Gut, umso besser. So, wie sieht's jetzt aus für die nächste Folge? Finde Kent. Sinjin ist unterwegs nach Guten Neighbor, um Kent einen Besuch der besonderen Art abzustatten. Ich muss schnell zur Höhle der Erinnerung. Kent steckt in Schwierigkeiten. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.